Hallo, mein Name ist Karl-Heinz Knebel vom Jensee Raubfisch Team Baden, Team Dreamcatcher. Ich stelle heute mal den Action Tail Shad vor. Das ist ein neuer Gummifisch, der kommt 2015 ins Programm. Und den gibt es auch hier, wie man gesehen hat, in noch mehr verschiedene Farben. Das ist nur eine Auswahl. Ich stelle jetzt mal hier den so in Goldglitter, weiß mit grünem Schwanz. Zu dem Köder zu sagen, man kennt ja die normale Gummiköder und die sehen normalerweise anders aus. Das heißt, die haben hier nicht die Einkerbungen. Die Einkerbungen hier an dem Gummifisch sind genial. Die bringen noch mehr Beweglichkeiten in den Köder, noch mehr Schwingungen durch den Schwanz und durch die weiche Gummimischung hat er noch eine bessere wie andere Gummiköder. Noch mehr, also noch eine bessere Beweglichkeit, noch mehr Druck. Die Gummimischung ist weich, aber trotzdem noch strapazierfähig. Es hält mehrere Hechte aus. Der Schwanz hält auch Bombe und zu dem Köder ist noch dazu sagen, man kann ihn, ja wie fast jeder Gummifisch, mit dem normalen Chickhaken angeln oder mit den kleineren, eventuell Dropshot, gibt es in verschiedene Größe, verschiedene Farbe, ja. Ich zeige jetzt nochmal kurz die Anköderung mit dem Chickhaken. So, hier habe ich jetzt einen 3-0er Haken. Passt zu der Größe, könnten auch etwas größer wählen, aber wenn zu groß der Haken, beeinträchtigt das die Laufeigenschaft vom Köder. Eher etwas kleinere Haken nehmen und eventuell einen Angstrilling namens Dinger montieren oder ja, durch die weiche Mischung falle der Hecht oder Zander oder Barsch den Gummiköder sowieso zusammen und er hakt sicher. Hier. Ich zeige euch jetzt einmal die Montage von dem Chickkopf. Hierzu lege ich den Gummiköder hier so her. Dann markiere ich mir die Stelle mit einem kurzen Einstecher, wo später der Haken, die Hakenspitze rauskommen muss. Wähle ich das hier, steche ich hier ein. Ziehe ich so her, führen leicht, schau wo meine Markierung ist und komm hier raus. Ja, ist jetzt nicht mittig, kann man auch nachjustieren natürlich. So. Wenn, wenn man jetzt ihn chickt oder nur einkurbelt und der Räuber packt sich den Fisch, den Gummifisch, man sieht es ja schon, der Schwanz ist so beweglich und so leicht zusammenzufalten, damit der Räuber, wenn er von hinten kommt, und das sieht ja so im Wasser aus, dann kommt er, packt ihn und faltet ihn so den Schwanz zusammen und dann sitzt eigentlich der Hake perfekt und leicht auch zu erkennen hier bei den zweifarbigen. Hier sieht man auch zum Farbwechseln ist auch immer gut, wenn der Haken oder der Schenkel vom Haken genau hier verläuft. Dann hat er eigentlich die perfekte Höhe vom Hakenschenkel zum Rauskommen, damit auch der Fisch richtig sitzt. Und sonst viel Spaß damit mit dem Köder, probiert's aus und Petri heil.